Python-Programmierung, das erste nützliche Programm. Der Benutzer soll seinen Namen eingeben können und diesen dann in einer Box aus Gleichheitszeichen dargestellt bekommen. Im Vorfeld wurden die Zeilen als Name.py im Ordner Desktop gespeichert und die Datei wurde als ausführbar markiert. Vierte Zeile. Name ist gleich raw-input, Klammer auf, Anführungszeichen, hallo, Ausrufezeichen, wie heißt du, Fragezeichen. Leerzeichen, Anführungszeichen, Klammer zu. In der vierten Zeile wird der Benutzer nach seinem Namen gefragt. Die Funktion raw-input gibt die als Parameter übergebene Zeichenkette auf dem Bildschirm aus und wartet dann auf die Eingabe des Benutzers. Diese wird nach dem Drücken von Enter in der Variable Name gespeichert. Genauer, es wird ein Zeichenkettenobjekt erstellt, auf das die Variable verweist. Erst danach werden die übrigen Zeilen des Skriptes verarbeitet. Achtung! Ab Python 3 heißt es Input und nicht mehr raw-input. Bis Python 3 ist von der Verwendung von Input dringend abzuraten, weil die Benutzereingabe direkt vom Interpreter ausgeführt wird. Das ist in den allermeisten Fällen nicht erwünscht. Zeile 5. Name unterstrich with unterstrich borders ist gleich Anführungszeichen ist gleich Leerzeichen 0 in geschweiften Klammern Leerzeichen ist gleich Anführungszeichen Punkt Format Klammer auf Name Klammer zu. Sechste Zeile. Line ist gleich Anführungszeichen ist gleich Anführungszeichen mal Leerzeichen LEN in Klammern Name unterstrich with borders. In Zeile 5 wird die Eingabe des Nutzers mit Gleichheitszeichen umgeben. Dazu wird die Zeichenkette ist gleich Leerzeichen 0 in geschweiften Klammern, Leerzeichen ist gleich erzeugt und die Zeichenfolge 0 in geschweiften Klammern mit Hilfe der Formatmethode durch den Inhalt der Variable Name ersetzt. In Zeile 6 wird mit der Funktion len die Länge des Benutzernamens inklusive Gleichheits- und Leerzeichen ermittelt und dann die entsprechende Anzahl von Gleichheitszeichen ausgegeben. Dazu wird hier der Mal-Operator benutzt. Auch Zeichenketten lassen sich in Python also multiplizieren. So entsteht eine Folge von Gleichheitszeichen, die so lang ist wie die Zeichenkette Name with Borders. Achte Zeile. Print in Klammern Line. Neunte Zeile. Print in Klammern Name unterstrich with Borders. Print in Klammern Line. In Zeile 9 wird die in Zeile 5 erstellte Zeichenkette auf dem Bildschirm ausgegeben. Zeilen 8 und 10 geben jeweils die in Zeile 6 erstellte Linie auf dem Bildschirm aus. Das Gesamtergebnis sieht dann wie folgt aus. Python, Leerzeichen, Name der Datei, Name.py, Enter.
vorher natürlich noch speichern. Und ich gebe meinen Namen ein und das Ergebnis.